Heute mit dem Film Ein Fremder ohne Namen. Regie führt Dirty Harry selber. Das war seine zweite Regiearbeit. Die erste war ja Satio und die Musik ist von Dee Banton. Ein Fremder ohne Namen kommt in das Nest Laiku. Drei Morde und eine Vergewaltigung sind hier geschehen. Die Bewohner haben den Fremden angeheuert und sie von vor drei soeben aus dem Gefängnis entlassen, Galgenvögeln zu schützen. Am Mondo Lake in Kalifornien wurde am Seeufer ein Dorf aufgebaut, was man dann im Film sieht. Ob das Dorf heutzutage noch steht, weiß sie aber nicht. Mary Anna Hill, die hier vernascht wurde von Dirty Harry, ist bekannt aus dem Film Sincho. Also diesen Film hier mit Klaus Kinski. Der Billy Curtis, also der Kleinwüchsige, der von Dirty Harry zum Sheriff und gleichzeitig zum Bürgermeister gemacht wurde, kennt man aus dem Film Der Zauberer von Oz. Handlung gut, hat ja auch eine leichte Horror-Atmosphäre. Also erinnert mich da an die Szene, als Dirty Harry den einen mit einer Peitsche bearbeitet. Im Hintergrund sieht man so Feuer und und die ganze Szene ist unterlegt mit so Darstellung geil, ganz besonders die von Dirty Harry, richtig, richtig geil. Und die Musik, wie schon gesagt, die ist soll das Ganze so leicht den Horror-Touch verpassen. Fazit: Neben der Dollar-Trilogie die geilste Darstellung von Dirty Harry. Oder mit anderen Worten, ihr müsst den Film umtiteln ansehen. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis dann.